Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Weihnachten. Denn das Problem an Weihnachten, was man sehr häufig hat, ist die Frage, was schenke ich denn? Und ich muss sagen, ich selbst bin jemand, ich schenke enorm gern. Ich gebe gerne einerseits so ein Gefühl von, ich habe an dich gedacht, aber ich weiß auch, wer du bist und was du brauchst. Und damit schwierig, weil was schenke ich denn nun? Und deswegen will ich dir heute mal ein paar Geschenketipps geben. Einerseits für jemanden, der erst mit dem Handwerken anfängt, aber vor allem auch Geschenketipps, die so ein bisschen, wo man sagt, ja, das hat er glaube ich noch nicht oder das hat er garantiert noch nicht oder Dinge, die sehr viele von euch wahrscheinlich noch gar nicht kennen oder gar nicht auf dem Radar haben und dementsprechend hier, womit man jemandem eine Freude machen kann, der wahrscheinlich schon alles hat. Es ist Freitag, Primetime-Zeit, ergo wir verlosen wieder etwas unter allen Kommentaren unter diesem Video. Und zwar, was verlosen wir? Wir wollen jetzt nicht ein bestimmtes Werkzeug hier bevorzugen, denn du sollst dir aussuchen, was immer du möchtest dieses Mal. Und zwar verlosen wir ganz einfach einen 250-Euro Einkaufsgutschein. Alles, wie eben schon gesagt, was du zu machen musst, ist, was ist vielleicht dein Lieblingsgeschenk, unten in die Kommentare zu schreiben. Zu Weihnachten gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Einerseits schenkst du etwas jemand anderem oder du schenkst dich selber. Und ganz ehrlich, das mache ich auch. Ich schenke mir zu Weihnachten immer eine Kleinigkeit selber und vielleicht ist ja das eine oder andere hier mit dabei. Und es gibt ja auch verschiedene Werkzeugkategorien eigentlich. Und es gibt auch immer so Dinge, aha, ja, gutes Bitset kann ich gebrauchen, kenne jemanden, oh, der ist, will gerade anfangen oder der kann immer mal sowas gebrauchen, dem schenkt man das. Es gibt aber auch Werkzeuge, werden wir gleich dazu kommen, die kennst du wahrscheinlich noch nicht. Oder das ist etwas, naja, kaufe ich wahrscheinlich eher nicht, kaufe ich jetzt noch nicht sofort, wo es aber schön wäre, wie zum Beispiel das hier, da kommen wir gleich dazu. Ich glaube, du hast gar keine Ahnung, ja, du hast noch keine Ahnung, was das ist, wo du sagst, naja, das hat der garantiert noch nicht oder diejenige und das kannst du fast bedenkenlos schenken und davon haben wir auch einige Sachen dabei. So, was haben wir heute allgemein für Kategorien? Wir haben hier einmal so die unter 50 Euro Kategorie, ja? So von 20 bis 50 Euro. Dann haben wir hier eine Kategorie, und da hinten steht noch mehr, so von 50 bis 100 Euro. Dann haben wir so 100 bis 150 Euro und dann hier 150 bis, naja, im größten sind es hier 180 Euro. Und in jeder Preisklasse sind echt interessante Dinge mit dabei. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir fangen gleich hier vorne an. Wovon man nicht genug haben kann, sind Bitsets. Und wir haben hier das schöne für 21 Euro, das schöne Bitset von Milwaukee. Wir benutzen das hier sehr, sehr häufig und in unserem Bitset-Test, den verlinke ich dir mal hier oben, sind die auch sehr gut bei weggekommen. Wo wir Bitset haben, geht es auch gleich weiter. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, bestimmte Marken finde ich besonders toll. Hier Festool, ein sehr schönes Bitset von Festool, wo wir die Basic-Sachen mit drin haben. Besonders, also ich persönlich finde am Bitsets ja immer eine der wichtigsten Sachen ist das hier. Und zwar ein richtig guter Bithalter. Und hier haben wir eigentlich einen ganz schönen Bithalter mit dabei. Wo wir gerade schon so dicht sind, haben wir hier auch gleich, nochmal, für 22 Euro, ja, bekommst du von Metabo dieses Set hier. Und zwar all das hast du hier in einem Set mit dabei. Ja, auch hier die Fräsbohrer hast du dabei, hier Nüsse mit dabei, Holzbohrer, Steinbohrer, Metallbohrer, alles mit dabei. Plus Langbits und Kurzbits, also ich sage mal, das ist nicht schlecht. Und das vor allem für jemanden etwas, der sagt, ja, ich möchte jetzt mal anfangen mit dem Heimwerkern, ich möchte mal mit dem Handwerker, möchte im DIY-Bereich anfangen, mal schauen, was mir so liegt. Ja, ohne Frage, ich mache dieses Set jetzt nicht schlecht. Das ist aber nicht die High-End-Profi-Qualität, das erwartet aber auch niemand zu dem Preis. Aber ich selbst habe mit einem ähnlichen Set von Bosch angefangen und habe da echt jahrelang mitgearbeitet. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Für den etwas Fortgeschrittenen im Bit-Bereich haben wir dann jetzt hier unser Vera-Set. Hier haben wir Folgendes. Haben wir einen wunderschönen Halter mit dabei, das Ganze auch. Für knapp über 20 Euro, oder Daniel, wie viel waren es? 30 Euro? 32, 32 Euro. Haben wir hier Folgendes, wir haben hier die ganzen Standard-Bits mit dabei, sehr robust. Hatten wir auch damals, oder ich glaube, diese Reihe hatten wir auch mit dabei und auch hier den wichtigen und guten Bithalter. Und ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Bithalter schon alles gemacht habe. Der ist wirklich, wirklich gut und hält ewig und macht genau seinen Job, nämlich den Bithalten.
Der ist aber ein guter Bithalter, ist nicht zu unterschätzen. Und die Rundlaufgenauigkeit von so einem Bithalter ist auch sehr wichtig. Deswegen ist es bei hochwertigen Sets in der Regel so, dass die Bithalter auch entsprechend gut sind. Kommen wir hier dazu. Auf jeden Fall gibt, also ich weiß, Vera wird sehr, sehr viel unter dem Weihnachtsbaum liegen. Das ist ja jedes Jahr so. So, dann geht es weiter. Jemand, der sagt, no, so im Autobereich fühle ich mich vielleicht ein bisschen wohler oder ein bisschen mehr Hartmetall, haben wir hier einen Satz Nüsse von Dewald. Hier vorne sieht man es auch. Wunderbar. Für knapp 35 Euro und hat da erstmal eine sehr solide Ausstattung. Aber es geht ja immer noch ein bisschen höher. Jetzt geht es weiter. Jetzt wird es ganz verrückt. Für 43 Euro gibt es eine Sache. Das ist genau das, was ich meinte mit, das hat nicht jeder. Weil überlege mal, jeder hat heutzutage eigentlich ein Handy mit induktiver Lademöglichkeit. Und es gibt Leute, die sind Festool-Fans. Und was soll man sagen? Da passen noch zwei Dinge zusammen. Er mag Festool und er hat ein Handy. Oder sie hat ein Handy. Und dann kannst du Folgendes machen. Du kannst einfach hier das Ganze zusammentun. Wir haben hier einen Standard-Festool-Akku und dann? Und dann kannst du dein Handy hier mitladen. Aber damit erstmal noch eine andere Sache. Und zwar hast du hier einen USB-C-Adapter. Da kannst du USB-C reinstecken oder ein USB-C-Ladekabel, was auch immer mitladen. Hier hast du den klassischen USB-Anschluss. Alles mit dabei. Steckst das hier drauf. So. Dann hier vorne einschalten. Das klappt genau. Und jetzt lädt das Ganze. Jetzt sehen wir hier, wunderbar, hier oben sehen wir es und das Ganze wird auch schon geladen. Das ist eine echt tolle Sache, dass du jetzt hier einfach drauflegen kannst und hast dann einen Handylader. Und das meinte ich eben mit Geschenken, wo du sagst, naja, das ist doch eine super, super Sache und für Fans ist das echt genau das Richtige. Ob man das jetzt unbedingt auf jeder Baustelle braucht, kann ich nicht sagen, aber ich finde das super. Und ich lade mein Handy persönlich auch nur induktiv und wo wir schon dabei sind, können wir das schon mal weiterladen. Super. So. Okay, kommen wir zum nächsten. Wir brauchen manchmal auch Licht. 45 Euro von LED-Lenser. Ist es so, dass wir hier eine wunderschöne, ja, erstmal eine wunderschöne Verpackung haben. Also LED-Lenser hat es da schon wirklich drauf. Ja? Hier haben wir eine wunderschöne schwarze Verpackung hier mit so einem durchgehenden Strich, roten Strich hier. Und da drin ist diese Taschenlampe. Die wirklich sehr klein ist. Wir haben hier 400 Lumen. Hier ist ein Akku mit dabei, ein Akkuladekabel mit allem drum und dran. Und jetzt kann ich euch nur mal so kurz blenden. Also wir haben hier, jetzt sieht man es vielleicht auf dem Tisch auch. Also wir haben hier, es ist wirklich hell, aber es ist der Wahnsinn. Also das ist eine richtig tolle kleine Taschenlampe. Sehr leicht. Man kann das Ganze noch auf Fern- oder Nahstellen. Jetzt ist es noch heller jetzt, wenn ich es auf den Nahbereich stelle. Tolle Sache. Und das auch für unter 50 Euro. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, naja, wenn wir anfangen wollen. Und da hatten wir hier ein super Set von Metabo, wo ziemlich alles mit dabei ist. Aber wir haben hier von, ey, der Witz gehabt, das habe ich vorhin noch gar nicht gemacht. Hey, Alter, also, pff, Freunde, ey, der Witz gehabt. Jetzt sind wir auch schon im nächsten Preisbereich, aber wir sind hier bei rund 100 Euro bei Makita. Und bevor ich euch zeige, vorweg eine Info. All das hier findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich. Schaut da mal rein. Ja, das gibt es alles auch bei GoTools zu kaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es haben wollt, wenn ihr es bei GoTools kauft. Ihr seid aber nicht gezwungen, das zu machen. Ich möchte vor allem euch den Service hier bieten, dass ihr mal so ein paar andere Ideen nochmal bekommt. So, schauen wir hier mal rauf. Aber also Wahnsinn. Also wenn es so Preis-Gewicht-Sieger gibt, wird das hier auf jeden Fall gewinnen. So, jetzt ist die Frage, ist es richtig rum? Nein. Kennt die Stelle aus Pulp Fiction, wo man den Koffer aufmacht? Das wird so ein komisches gelbes Licht. Ich habe das Gefühl, das wird gleich passieren. Also, hier haben wir echt viel Werkzeug. Und zwar jede Menge. Von wirklich obskur großen Nüssen bis auf ja, Bits haben wir hier einen kompletten Bits-Satz von Makita ist ja auch mit dabei. Schlüssel, nochmal einzelne Bits. Also wenn dir mal ein Bit abreißt, hier ist genug dabei. Ja, also um das Ganze dann noch weiterzumachen. Also das ist eine tolle Sache. Ich glaube, selbst wahrscheinlich einen Reifenwechsel wird man damit zur Not hinkriegen. Hier zur Not.
ja, weil der Hebel nicht lang genug ist und so weiter und so fort. Riesenset, super Sache. Ist weniger auf Holz ausgerichtet als das Metabo-Set. Hier kann man andere Sachen mitmachen. Ja? Aber Heide Witzka. Und das für nur rund 100 Euro. Und jetzt kommt der Test. Jetzt werden wir Folgendes machen. Schließen. Das ist wichtig. Das zeigt nämlich ein bisschen Qualität. Es fällt nicht alles durcheinander und nicht alles wieder raus. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wir hier zu einem meiner Lieblingsakkuschrauber, der 18 Volt Akkuschrauber von Bosch, und zwar der GSR 18V55. GSR? Ja, ist ein GSR, genau, 18V55. Wir haben hier 55 Newtonmeter. Das ist ein Solo-Gerät, aber wir reden hier von einem absoluten Top-Akkuschrauber für 85 Euro. Das ist der Hammer. Und wenn, wenn du jemandem was Gutes tun möchtest und der hat bis jetzt einen Bosch Professional Akkuschrauber mit vielleicht zwei Akkus dabei, schenk ihm genau das. Weil es gibt das berühmte Drei-Akkuschrauber-Prinzip. Man kennt es von mir und dann hat er schon zwei Akkuschrauber. Und was richtig Gutes machen willst, vielleicht noch einen zweiten? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall super Gerät. Akkuschrauber, nochmal eine tolle Sache. Wenn du der Meinung bist, dass du sagst, na ja, wäre doch interessant, mal einen Akkuschrauber der etwas anderen Art zu kaufen. Den haben wir hier. Und zwar das haben wir hier von Makita. In einem absoluten Top-Preisbereich diesen Akkuschrauber. Einfach mal eine andere Farbe. Vielleicht wäre das doch mal was. Einfach mal einen Akkuschrauber in einer anderen Farbe als dieses klassische Makita-Farben. Ja, sondern in, was kann man das nennen, rosa, blassrosa, pink, irgendwie sowas. Ich bin ein Mann, ja, für mich ist das blau. Also, ihr bekommt diesen Akkuschrauber dazu. Übrigens, wo ich sage, da hat Makita nicht mitgedacht. Wenn schon andere Farbe, ja, dann muss auch am Akku ein anderer Aufkleber ran. Also ich finde, das sind manchmal Sachen, aber egal. Das zum Spaß ist ja bestimmt eine lustige Sache. Das Gerät hier, ist ein Klassiker, den habe ich auch schon einige Mal bei mir in Videos gehabt. Macht einen guten Dienst, macht was es soll. Hat hier übrigens nicht nur eine Schraubfunktion, sondern auch eine Schlagbohrfunktion. Das heißt, wir können hiermit auch schlagbohren. Und das ist natürlich eine Sache in so einem Preisbereich, in so einem kleinen Gerät, echt der Wahnsinn. Und dazu bekommst du übrigens nicht nur das, sondern bekommst also das Gerät an sich und auch ein Ladegerät. Also das ist schon mal, wenn das nicht ein Preisbrecher ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Werken gesprochen. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, haben wir da hinten noch etwas. Und zwar haben wir hier ja noch unsere kleine Werkbank. Und zwar haben wir hier eine Werkbank für 75 Euro. Hier alles zusammen, kleine, schnucklige Werkbank, wo man Dinge drauf tun kann, Dinge hier einspannen kann. Hier an der Stelle haben wir einen Einspannhaken. Die können wir hier reintun, können das hier entsprechend zusammenfahren, ja, können hier Dinge einspannen und haben hier verschiedenste Möglichkeiten, was wir hiermit machen können. Das Ganze ist übrigens zusammenklappbar, ja, man kann die Füße hier zusammenklappen, das zusammenfalten, das ist so klein, das passt, ich würde sagen, das passt in jeden Haushalt rein und da kann man echt eine Menge mit anfangen. Gerade für jemanden, der sagt, oh ja, ich mache das immer irgendwie gefühlt auf dem Küchentisch und ich habe nur gar nichts, ist das eine richtig gute Lösung. Ich habe auf so einer ähnlichen Werkbank auch angefangen zu werkeln in meinen ganz, ganz frühen Videos. Da sieht man das, glaube ich, sogar noch. Und das hat richtig Spaß gemacht, bis ich immer auf eine große Werkbank dann umgestiegen bin. Aber auch heute nutze ich sie manchmal, wenn ich im Garten bin. Nach Akkuschrauber 1, nach Akkuschrauber 2 machen wir jetzt weiter mit Akkuschrauber 3. Jetzt sind wir in der knapp über 100 Euro Fraktion. Jetzt sind wir bei 125 Euro und beim Ultimativen, bei dem Klassiker aller Klassiker von Bosch, den GSR 12V15 und zwar ein, ich pack's einfach mal aus. Wir haben hier ein hübschen Werkzeug, eine hübsche Werkzeugtasche, in der alles drin ist. Sogar die Anleitung. Wir haben hier drin den guten 12 Volt Akkuschrauber und das Ganze ist hier mit Klett drin. Hier haben wir ihn. Ein wunderschöner Akkuschrauber von Bosch und bei diesem Akkuschrauber ist das Wichtige, was man immer bedenken muss, der sieht so klein aus, der ist so klein,
aber er hat richtig Leistung, ja? Der hat richtig Dampf im Schuh oder im Akku in dem Fall. Also hier kommt echt viel raus, beziehungsweise damit kann man wirklich, wirklich viel machen. Selbst eine 30 cm Schraube kann man damit reinschrauben. Für alles, was wir normalerweise so machen, übrigens auch bei dem Bau, den wir haben, nehmen wir in der Regel inzwischen fast nur noch 12 Volt Geräte, weil sie einfach kleiner und handlicher sind und so viel Kraft haben. Mit dabei für 125 Euro, ja, also das ist gerade ein super Set für jemanden, der ich sag mal, anfängt oder für jemanden, wo du sagst, oh, da zieht jemand in sein Haus ein und so weiter, hat noch kein gutes Werkzeug, ist das ein super Set, um das jemandem zu schenken. Denn du hast dabei einen 2 Amperestunden Akku, dazu gibt es noch einen zweiten Akku, und zwar hier den großen 4 Amperestunden Akku, der mit der wichtigen Zusatzfunktion ist, und zwar... Damit steht es dann sogar. Dazu hast du noch einen Akkulader, auch mit dabei. Und du bekommst sogar noch, nicht eins, nicht zwei, sondern drei weitere Sets bekommst du mit dazu, zu dem Gerät. Und zwar hast du hier mit dabei, hier Allround-Bohrer. Ich glaube, es sind aber eher Metallbohrer. Weil sie als Allround beschrieben sind. Okay, haben wir hier klassische Holzbohrer und hier nochmal ein Bit-Set, wo ich jedes Mal überlege, wie ich das aufmache. Ach, schieben. Hier nochmal ein Bit-Set. Und all das für den Preis, hier ist alles mit dabei, Bithalter und so weiter und so fort. Das ist schon der Hammer. Und da tust du auf jeden Fall jemandem was Gutes. Und da wir jetzt kommen wir schon vom Preis her etwas höher, aber auch hier. Das ist etwas, wenn jemand sagt, oh, du kennst jemanden, der baut schon ein bisschen, macht und tut und der möchte ein Level weitergehen. Der möchte anfangen mit dem Thema Oberfräsen zum Beispiel. Oder er hat eine große, schwere Oberfräse, mit der er auch gerne arbeitet und er sollte vielleicht mal was anderes ausprobieren oder etwas... Oder etwas ausprobieren, was man eher mit der Hand führt oder einhändig auch führt. Dann ist das hier ein echtes Top-Gerät. Denn wir sind hier bei 135 Euro für eine akkubetriebene Oberfräse. Hier einfach 18 Volt Akku rein und schon kannst du losfräsen. Man kann sie wunderbar auch mit der Hand führen, ja, machen und tun. Dazu bekommst du noch andere Fräskörbe, in der du das ordentlich halten kannst, machen und tun. Also das ist wirklich ein super Gerät. Ich arbeite mit dem wirklich gern. Ich habe eine Zeit lang mit dem sehr gern gearbeitet. Ich bin jetzt auf Dewalt umgestiegen, auf die hier. Aber mit der hier, boah, und vor allem 135 Euro, kein Kabel mehr. Das ist der Wahnsinn. Also hier, oh, Freunde, das ist ein Top-Geschenk. Jetzt kommen wir wieder zu einer Sache. Das ist das, was ich vorhin so meinte, wie bei Festo hier. Ja? Hat keiner, kennt keiner. Und zwar ist es das hier. Der Gro. Den haben wir hier. Und zwar ist es so, wir haben hier einen Akku mit 2 Amperestunden. Ein modernes Ladegerät. Entsprechende Scheiben mit dazu. Damit ihr genau wisst, was habe ich denn hier eigentlich. Seht ihr das auch ganz gut? Wir haben hier die Scheiben entsprechend, ja, die wir einsetzen. Und hier haben wir das Gerät. Hier auch nochmal 2 Amperestunden als zweiten Akku. Und dann kannst du hier die Scheiben einsetzen und dann kommt die Magie. Du kannst das anmachen, hier in der Geschwindigkeit regeln. Und du hast hier, ja, landläufig würde man sagen, wir haben hier einen Dremel. Dremel und Bosch sind ja sehr, sehr nah auch verwandt. Wir haben hier ein handgeführtes Gerät. Und das hier ist ein absoluter Problemlöser. Wir haben hier ein Gerät, mit dem du ganz schnell Dinge trennen kannst. Selbst wenn du jetzt sagst, eine kleine Gewindestange oder, möchte ich trennen, geht das hiermit wunderbar. Du kannst ja mit Kunststoff trennen, du kannst ja mit Holz trennen. Du kannst in die kleinsten Ecken irgendwo reingehen und hier mit der kleinen Trennscheibe irgendwo arbeiten. Und viele Handwerker, Heimwerker gönnen sich alles mögliche an Werkzeug, aber nicht den hier. Das hier gönnen sich die wenigsten. Und dementsprechend ist das aus meiner Sicht ein absolutes Top-Geschenk, weil das haben auch die wenigsten. Und damit liegt man, glaube ich, ungefähr immer richtig. Also wenn mir das jemand geschenkt hätte, und ich es mir nicht selbst gekauft hätte vor 2 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten, letztes Jahr zu Weihnachten habe ich mir Dinge gekauft, dann ja, habe ich den Faden verloren, aber wir machen einfach weiter. Ja, das ist ein Top-Gerät. Also überlegt mal, wenn ihr damit was Gutes tun könnt. Und das wird... Weiter anders, aber verrückt. Und zwar kommen wir hier zu dem hier. Sind wir bei 155 Euro. Ja, wir verlassen jetzt so langsam so
die 150 Euro, da haben wir hier noch drunter, nee, 155 Euro. Jetzt wird wieder ganz verrückt, Metabo. Metabo hat gesagt, Mensch, wir machen was ganz Verrücktes, und zwar haben wir hier einen 12 Volt Bohrhammer. Und auch hier wieder, oh, 12 Volt Bohrhammer, was soll denn das? Nee, ganz im Gegenteil. Hier bei uns im Team ist es so, dass das das häufigst ausgeliehene Gerät ist für zu Hause. Denn viele sagen, ah, ich brauche mal zu Hause einen Bohrhammer, um mal, was ich, 10, 20 Löcher irgendwo hinzubohren. Der ist es. Es gibt hier eine ganz kleine Absaugung für 10, 20 Euro noch, die man dazu kaufen kann. Und schon hast du ein Gerät, ein Bohrhammer, das du absaugen kannst mit 12 Volt und richtig Leistung, was völlig ausreicht, um normale Löcher in eine normale Wand reinzutun. Wir reden nicht von Stahlbeton, hier das, was du oft aus der Decke kennst, aber für alles andere ist das ein tolles Gerät. Und übrigens auch in die Decke bekommst du damit ein Loch. Das dauert halt nur länger. Also Wahnsinn. Und das für um die 150 Euro, ist das Wahnsinn, oder? Wenn wir jetzt schon im 12-Volt-Bereich bei Metabo sind, und auch den, das kennt keiner. Ja? Das kennt keiner. Und viele haben noch sehr alte Geräte oder Geräte, die nicht so mobil sind, auch mit einem Kabel dran. Wer will schon mit einem Gerät mit einem Kabel dran haben? Wenn er nicht so richtig Hardcore-Leistung will. So, wieder für dasselbe 155 Euro haben wir dieses Mal wieder im 12-Volt-Bereich. Jetzt aber einen Doppelpack, quasi der Doppelschlag. Und zwar haben wir hier. Das sieht übrigens auch echt gut aus. Ja? Also wenn das jemand aufmacht, denkt sie, was ist denn das? Macht das auf und denkt, hui, was ist denn hier los? Und zwar haben wir zwei 12-Volt-Geräte. Und zwar einmal einen enorm kompakten 12-Volt-Akkuschrauber mit Wechselfutter sogar. Ja? Hier mit einem Wechselfutter. Das hier ist ein klassisches Bohrfutter, was ich hier noch aufsetzen kann. Hier ein 12-Volt-Akkuschrauber, keine Schlagfunktion. Dafür habe ich hier aber einen 12-Volt-Schlagschrauber. Nochmal 155 Euro. Du bekommst zwei Akkus, die zwei Geräte und ein Ladegerät. 155 Euro. Also das ist schon der Wahnsinn. Für denjenigen, der das braucht, ist das auf jeden Fall ein Top-Geschenk und wirklich günstig. Weiter geht's und ich bin sehr gespannt. Bleib auf jeden Fall dabei, was du zu dem hier sagst. Schreib mal bitte in die Kommentare übrigens, falls du noch andere Ideen hast, andere Geschenkideen hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was ich alles noch vergessen habe an vielleicht Geschenken, die keiner kennt, aber jeder braucht. Weißt du, was ich meine? Ja? Schreib es gerne mal unten rein. Ich habe gerade gesagt, wer will schon ein Kabel haben? Vielleicht der eine oder andere, der die richtig große Kraft braucht. Denn wir haben hier ja ein Gerät, mit dem man mal ein Loch bohren kann, ja, oder mit dem man Löcher bohren kann. Hier haben wir etwas, womit wir auch meißeln und stemmen können. 165 Euro. Und zwar haben wir Folgendes. Da geht's ab. Hier ist die Kraft. Hier ist natürlich übrigens nicht, dass ihr denkt, hier stimmt irgendwas nicht. Das haben wir mit dabei, können wir vorne aufsetzen. Mensch, so. Dann sieht er schon eher klassisch aus, wie man das kennt. So, jetzt haben wir hier einen großen Bohrhammer von Metabo. Übrigens mit Wechselbohrfutter, wenn du das brauchst. Wir haben hier, das kannst du mal raus. Und zwar haben wir hier dabei die Möglichkeit, das hier zu drehen und rauszunehmen. Und zwar, genau, hier haben wir ein klassisches SDS-Bohrfutter, also einen Schnellverschluss, um schnell mal, um sehr sicher einfach hier einen Bohrer reinzustecken. Finden wir mal. Dann mit dazu bekommst du das hier. Das ist schon echter Wahnsinn. Du bekommst hier vom 5er Bohrer, ja, hier 5er, 5, 5er, 6er, 7er, das ist wahrscheinlich ein 8er, 9er, 10er, nee, 12er, 9er ist ja Quatsch hier, 8er, 10er, 12er, 14er, plus entsprechend Meißel. Und was wir hier sehen, ist die SDS-Aufnahme, ja, sodass wir einfach nur noch einstecken müssen und das nicht verschrauben müssen. Ja, wir setzen das hier ein und haben jetzt hier eine feste Verbindung und können jetzt losmeißeln. Und für harte Aufgaben haben wir hier schon ein echtes Top-Gerät. Und übrigens, was wir machen können, ist Folgendes. Wir können mit dem SDS-Bohrfutter, wenn wir es abnehmen, können wir hier auch ein klassisches Bohrfutter nehmen. Einfach hier ran und los geht's. Wahnsinn, oder? Also, für den Preis. Was mir gerade einfällt,
Ich gebe euch immer ein bisschen Anekdoten aus meinem Leben mit. Ich habe mein Haus damals auch mit einem Metabo gebaut. Leider mit Kabel. Heute will ich das nicht mehr machen, weil ich würde eher versuchen, mir noch ein Gerät zu nehmen mit Akku. Aber da sind wir leider in einer anderen Preisregion. Aber mein Metabo Bohrhammer habe ich jetzt, glaube ich, 15 Jahre. Und was ich damit alles gebaut habe. Wahnsinn. Weiter geht's. Wir hatten jetzt ja schon jede Menge Akkugeräte. Und seid gespannt auf das hier. Jetzt haben wir hier von DEWALT auch ein Akkugerät. Und zwar ein, was könnte es anders sein? Ein Akkuschrauber. Und zwar haben wir hier einen 18 Volt Akkuschrauber mit einem 2 Ampere Stunden Akku, 1, 2 plus Ladegerät. Und das ist nicht einfach nur irgendein Akkuschrauber. Wir haben hier einen Akkuschrauber mit Schlagfunktion. Und übrigens ist es nicht einfach nur irgendein Akkuschrauber, sondern es ist ein echt guter Akkuschrauber. Ich kenne den, habe mit dem schon einige Male gearbeitet, übrigens mit einem Metallfutter hier vorne, was ich immer sehr, sehr schön finde, auch weil es viel griffiger ist. Aber das nur mal am Rande. Wir haben hier einen Schlagbohrschrauber. Das heißt, wir haben hier die Schlagfunktion mit dabei. Ergo, wir können hiermit in Beton bohren. Und da hast du auch wirklich so ein Allround-Gerät. Alles in einem wirklich kräftiges Gerät mit jeder Menge Power. Ja, das sagt es ja auch. Mit dem du auf jeden Fall auch jemandem eine echte Freude machen kannst. Natürlich Akkuschrauber ein klassisches Geschenk. Aber wenn jemand auch kein 18-Volt-Gerät hat, ein schönes Anfängerset, nicht Anfängerset, Einsteigerset in das Thema DEWALT auch, mit den zwei Akkus, mit allem drum und dran, für unter 200 Euro. Also auch eine tolle Sache. Letzte Sache, die wir jetzt haben und wirklich etwas, ich bilde mir immer ein, dass ich jede Menge Werkzeug kenne. Ja? Und dass ich wirklich, also gefühlt alles kenne. Das kannte ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es von Festool ein Radio gibt. Und ich wusste das auch noch nicht, als ich das Ding hier in der Hand habe. Denn es war wirklich so, ich habe das hier so in die Hand genommen, habe gesagt, so 180 Euro, lohnt sich. Also ich sag's nur, wenn du jemanden kennst, der irgendwie Festool ein bisschen cool findet, ja, der in dem Thema ein bisschen unterwegs ist, schenk ihm das. Ohne mit der Wimper zu zucken. Er wird es nicht haben und er wird es mega finden. Denn du hast hier Folgendes, du hast hier den klassischen Festool-Sustainer. Du machst das auf und denkst dir, was kostet denn da jetzt 180 Euro? Da ist ja nichts drin. Nur so ein kleiner Beutel hier. Was soll denn das? Also wirklich, so habe ich geguckt. Dann habe ich es jetzt zugemacht und dachte so, hoch, mit Softclose. Und da ist mir aufgefallen, dass der Deckel hier relativ schwer ist. Und es ist so, das ist ein Radio. Das ist ein Radio. Und nein, das stimmt gar nicht. Es ist kein Radio, es ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Ich glaube, vom Festool gibt es gar keine Radios. Auf jeden Fall ist das hier ein Bluetooth-Lautsprecher, nämlich hier an der Stelle. Ich mache das mal zu. Hier sind Lautsprecher, dort sind Lautsprecher und hier sind Lautsprecher. Und ich habe gedacht, Schrott. Also nicht meine Arroganz, ich habe einfach nur gesagt, das kann doch nichts taugen, was ein Quatsch. Ja? Nicht, weil ich Festool nicht mag, sondern weil ich gedacht habe, nochmal, ja? Wir haben hier. Das hier sind vielleicht 5 cm. Da kann doch keine Musik rauskommen. Übrigens, hier ist ein Akku sogar mit drin. In dem Gerät ist ein Akku. Alles schon mit drin. Und du machst Folgendes. Du hast hier ein Ladegerät mit dabei. Mit einem echt langen Kabel. Das sind, glaube ich, 3 Meter, vielleicht sogar 3,50 langen Kabel mit dabei, um das aufzuladen. Hast hier für den ganzen Tag Musik mit dabei. Kannst hier unten noch andere Sachen reinmachen. Aber das Wichtigste, es klingt geil. Es klingt, also darf man das hier sagen? Also es klingt wirklich gut. Es klingt wirklich gut. Das ist ein absoluter Wahnsinnskauf oder Wahnsinn, wenn du das hast. Weil, und übrigens, ich meine, ist kein Festool-Akku dabei. Also ist keine, du bist an nichts gebunden. Das kannst du auch jemand anderem schenken, ja, der nicht unbedingt Festool-Liebhaber ist. Und ich mache es jetzt nicht an, weil der Klang verfälscht sich immer so ein bisschen. Ich kann dir aber sagen, dass ich jede Menge Werkzeugradios oder Herstellerradios getestet habe und das hier auf jeden Fall mit in der Top-Liga mitspielen kann. Und nicht, dass es kein, ich quäke jetzt hier mal für 50 Euro und schreibe den Namen Festool drauf. Nein, das ist wirklich gut. Das ist eine echt gute Qualität. Wir hatten ja vorhin schon die andere kleine Werkbank hier, ja, vom Black & Decker.
Jetzt hier nochmal was ganz anderes, und zwar der sogenannte Croc-Lock. Und zwar in der echten Werkzeug-Fan-Edition. Den gibt es nur bei GoTools in dieser Version, in der limitierten Auflage, wie es hier auch steht. Und was kannst du hiermit machen? Du kannst hier ganz einfach, hast du hier die Spannbacken, dort kannst du dein Werkstück einspannen oder das Holz oder Metall oder einen Baum oder was anderes einspannen und kannst es entsprechend hier wieder rantun. Hier für die Verriegelung und hier auf dem Hebel drauf treten und schon hast du das Ganze hier befestigt. Und was kannst du damit machen? Du kannst dann hier arbeiten und das ist, sage ich mal, die kleinste Werkbank der Welt. Denn du hast hier echt tolle Möglichkeiten, was du hier alles tun kannst. Und das ist enorm langlebig, da habe ich schon viele Sachen drauf gebaut. Und das ist etwas für jemanden, der vor allem auch mal draußen und mobil arbeiten möchte. Also ihr habt hier jede Menge Ideen, jede Menge Vorschläge, auch von uns nochmal. Wie gesagt, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was du noch gut findest. Du findest, wie gesagt, alles, was du hier hast, unten in der Videobeschreibung im Preisvergleich. Und jetzt sage ich doch mal, Weihnachten kann kommen.